Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 2 ist für mich quasi schon abgeschlossen. Ich bin Level 100, habe die Season durchgespielt. Aber jetzt geht's natürlich erst los mit dem, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Und das ist das Uber-Unique Farming. Da hatte ich halt schon zwei Videos zugemacht. Einmal, wie er Duriel überhaupt herausfordert und dann, wie er Duriel besiegt. Und nach diesen Videos wurde eine Frage ganz laut. Lou, wie kriegt man denn die Höllenflutkisten? Ja, die Höllenflutkisten sind genauso versteckt wie auch die besonderen Kisten für 250 Glut. Und ich habe hier gerade schon mal eine markiert. Und ich würde dazu mal gerne ein paar Sachen loswerden. Also, ich hatte das eben im letzten Video auch schon ein bisschen angerissen. Und zwar ist es, dass das lebende Stahl, wovon man ja 5 braucht, um Grimoire einmal herauszufordern, 5 Stück. Und pro Truhe kriegt ihr nur 3 Stück. Das heißt, ihr müsst mindestens 2 Kisten in der Höllenflut aufmachen, um überhaupt einmal Grimoire herauszufordern. Jetzt ist ja nicht so ein großes Geheimnis, wie ich zur Höllenflut stehe. Da hat sich auch bislang nichts geändert. Ich bin absoluter Feind der Höllenflut. Zu wenig bis gar kein Loot. Zu wenig Gegner, zu wenig Glut wird fallen gelassen, zu viele Laufwege zwischen den Gegnern. Ich weiß, es gibt ein paar unter euch, die finden die Höllenflut total toll. Das ist vielleicht auch eine subjektive Meinung dann. Aber man muss schon sagen, die Höllenflut ist echt nicht so spaßig. Und das dann immer wieder zwangsweise machen zu müssen, um Duriel herauszufordern, tut natürlich weh. So sieht das Ganze hier aus. Wo diese Kisten sind, das kann ich euch leider nicht sagen, weil die sind immer wieder an anderen Standorten, immer wieder random und die resetten sich auch noch. Deswegen müsst ihr, das finde ich eigentlich auch schon wieder so eine doofe Sache, müsst ihr auf helltide.com gehen. Ich werde euch die Webseite unten markieren und dort seht ihr, wo diese Kisten sind. Und zwar, ich werde euch mal ein Bild einblenden. Und zwar ist das immer die lilane Kiste mit dem grünen Punkt drauf. Das bedeutet, diese Kiste ist jetzt aktiv, da müsst ihr dann hin. Und diese Kiste kostet 300 Glut. Ihr tippt das hier einmal an, dann müsst ihr hier den Boss einmal besiegen. Und dann, wenn ihr 300 Glut habt, dann könnt ihr die aufmachen. Und wie gesagt, kommt da 3 lebender Stahl raus. Es ist auch völlig egal, ob ihr in der Saison vielleicht saisonale Segen hier hochgemacht habt. Das hat damit nichts zu tun. Ihr bekommt 3 lebenden Stahl und diesen lebenden Stahl könnt ihr dann einsetzen in der Halle der Sühne, um Grimoire herauszufordern, und dort kriegt ihr eine Scherbe. Und ihr braucht 2 Scherben, um Duriel herauszufordern. Jetzt haben wir das im Clan so gemacht, Skoppel, Steven und ich schmeißen immer zusammen. Ich kümmere mich um die Eier bei Varshan und die beiden kümmern sich um die Scherben, weil ich Höllenflut so sehr hasse. Und wir schmeißen dann zusammen, das solltet ihr am besten mit euren Kollegen oder mit dem Clan auch machen. Deswegen, der Clan kommt mit rein, kommt in den Discord und sprecht euch ab. Weil, wenn ihr zu viert seid und zu viert Duriel herausfordert, dann bringt einer eine Scherbe, einer ein Ei und die anderen beiden auch nochmal eine Scherbe und ein Ei. Dann hat jeder eine viel kleinere Belastung, als wenn ihr das alleine solo machen müsstet. Weil wenn ihr daran denkt, ihr müsstet solo, ihr müsstet 2-mal Grimoire herausfordern, das sind 10 lebender Stahl, das heißt eine Höllenflut komplett durchrasieren, eine Stunde, und 4 dieser Kisten aufmachen, weil 3 sind ja nur 9 und ihr braucht mindestens 10, um 2-mal eine Scherbe zu bekommen. Deswegen sprecht euch da auf jeden Fall ab. Ansonsten kommt ihr in den Clan auf dem Discord. Wir nehmen auch immer einen mit. Buy-in ist immer eine Scherbe. Das heißt, wenn ihr mit mir laufen wollt, jetzt wo das Video gerade online ist, bin ich auch gerade dabei, Duriel zu laufen. Wir haben aktuell 28 Eier und 11 Scherben und noch ganz viele auf der Bank. Und werden morgen den ganzen, also für euch heute, den ganzen Tag Duriel herausfordern. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt auf jeden Fall mit in den Stream. Ich werde jetzt hier versuchen, noch in der restlichen Zeit wenigstens eine Truhe aufzumachen, um ein bisschen lebenden Stahl zu bekommen. Ich habe jetzt noch 9, um dann wenigstens auch eine Scherbe oder 2 Scherben zu holen. So, der resettet sich hier jetzt natürlich. Den holen wir direkt wieder raus. Und was ich gar nicht gesagt habe, zur vollen Stunde, wir haben jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, 16.58 Uhr, zur vollen Stunde resetten sich diese Kisten. Das heißt, fangt ihr um 15:45 einer vollen Stunde an zu farmen
und hab dann genug Loot, um an so eine Kiste zu gehen. Passt auf, dass die Kiste nicht despawnt, während ihr sie gerade aufmacht oder während ihr hier gerade davor steht. Das kann ganz, ganz böse sein. Passt da auf jeden Fall auf. Zur vollen Stunde wird die Box hier geresettet, ist an einem Sprachenlernen Bubble. An einem anderen Ort. Und auf helltide.com könnt ihr dann sehen, wo die ist. Zur Höllenflut an sich kann ich euch auch einen Tipp mit auf den Weg geben. Überall in der Höllenflut, das seht ihr auch auf helltide.com, gibt es diese, ihr seht das oben auf der Karte, diese Ringe. Und ganz oft ist auf den Ringen so eine Aufgabe wie hier, dass Gegner immer, immer und immer länger spawnen. Deswegen würde ich solche Sachen nie abschließen. Also lasst euch Zeit, ihr seht, 1 Minute 20, geht von diesen Ringen weg. So weit nach außen, wie es möglich ist. Die Gegner kommen zu euch in der Regel und besiegt die Gegner die ganze Zeit. Ich habe gestartet ungefähr mit 20 Blut und macht auf gar keinen Fall diese Ringe voll, sondern wartet einfach hier und nutzt das so lange aus, wie ihr könnt, dass die Gegner spawnen und zu euch kommen. Weil gerade am Ende kommen so viele Gegner, das lohnt sich viel mehr als auf Krampf diese Mission hier schnell abzuschließen. Deswegen schön hier hinten warten, lasst die Gegner kommen, immer mehr Gegner spawnen und so könnt ihr viel, viel mehr gut farmen, als wenn ihr das jetzt auch ganz schnell beenden würdet und dann die Kiste aufmacht. Deswegen schön hier hinten bleiben. Ich warte immer komplett die Zeit ab und kümmere mich da gar nicht darum, dass ich die Mission irgendwie, also diesen Ring, diese Aufgabe abschließe, sondern lass einfach die Gegner die ganze Zeit spawnen. Da gibt es auch noch ein paar andere Aufgaben, die ich meiner Meinung nach ein bisschen besser finde, wo noch mehr Gegner spawnen. Aber ich meine, hier seht ihr auch schon, spawnen relativ viele Gegner, ohne dass ihr doof rumlaufen müsst in der Welt und irgendwas machen müsst. Und die kommen zu euch. Und so könnt ihr relativ einfach Glut sammeln. So, mit nicht geschafft. Kiste kommt trotzdem. Eine Minute quasi nichts gemacht und 40 Glut bekommen. Ist meiner Meinung nach mit die beste Möglichkeit, um schnell Glut zu farmen. Wenn ihr noch bessere Möglichkeiten habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Da bin ich sehr happy drüber. Ab und zu gibt es ja auch eine Legion, ein Legionsereignis in der Höllenflut. Die ist auch immer sehr gut, um Glut zu farmen. Aber ansonsten fällt mir leider nichts weiteres ein, um schnell Glut zu farmen. Wenn ihr da noch den einen oder anderen Tipp habt, dann sagt es mir auf jeden Fall. Und wie gesagt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Gerade sehe ich, haben sich die Kisten resettet. Wir können jetzt gerade mal da hingehen, um zu schauen, ob die Kiste weg ist. Ja, scheint auf jeden Fall weg zu sein, die Kiste. Ist jetzt an einem anderen Ort. Deswegen haltet auf jeden Fall immer helltide.com im Kopf. Könnt ihr euch immer nebenbei aufmachen, neben des Spielens auf dem Handy oder auf dem Tablet oder so. Und dann immer schauen, wo die Missionen, die Aufgaben sind und auch, wo die Kisten sind. Schaut gerne im Stream vorbei, lasst ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.